Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3. Ja, in der letzten Folge ist einiges geschehen. Der Earl von, oder der Kleinkönig von Munster musste abdanken, nachdem ich in der Schlacht gewonnen habe, in seinem Kampf um meinen Titel. Nach seiner Abdankung wurden seine beiden Ländereien auf seine beiden Söhne aufgesplittet. Sein älterer Sohn Brian II. Ist jetzt der Herzog von Munster, also mein Lehnsherr, und hat die Grafschaft Ormond bekommen. Sein kleiner Bruder, Graf Dongle MacMurchard, hat die Grafschaft Ennis bekommen. Damit ist die Macht der Familie Murchard extrem geschwächt, da sie gerade zwiegespalten sind. Und ich habe immer noch einen Anspruch auf das Earltum von Ormond, auf diesen kleinen 14-jährigen Jungen Olaf Mac Ragnvald. Und ich denke, es ist an der Zeit, diesem jungen Mann hier mal den Krieg zu erklären und endlich nach, weiß ich nicht, wie vielen Niederlagen wir einstecken mussten. Wir sehen auch gar nicht mehr so gut aus. Unser armer Myredach Mechkatach. Er hatte große Ambitionen, hat viel versagt, würde ich sagen, viel auf den Deckel bekommen. Was auch nicht unbedingt nur seine Schuld ist, sondern auch meine, da ich ja das hier mit England ein bisschen verbockt hatte. Aber jetzt geht es mit unseren Verbündeten nicht in den Krieg. Verdammt, wir warten noch auf das Prestige. 200 Prestige brauchen wir noch. Ratskanzler, ja klar. Ratskanzler bringt mir mehr Prestige, wenn ich das richtig sehe. Ratskanzler vom Lancer, ein Prestige mehr pro Monat. Das ist schon mal gut. Fast verdoppelt unser Prestige jetzt. Ich weiß, dass ich das kann. Ich brauche unbedingt Prestige. Ein Festmahl wäre ganz gut für Prestige. Ich denke, das sollte ich machen. Das Geld habe ich gerade. Das Geld könnte ich auch anders gut gebrauchen, aber. Jo. Und durch meine Trunkenbold-Fähigkeit bin ich jetzt auch komplett nicht mehr angespannt. Von Anspannungsstufe 3 auf 0 in weniger als 1-2 Jahren gefühlt. Dieser Mann hat vielleicht noch ein paar Jahre vor sich. Seine Gesundheit ist jetzt wieder gut. Und es geht ins Festmahl. Festmahl, ein geselliges Beisammensein. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt. Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Willkommen, meine Freunde. So, und für alle, die das noch nicht wissen, hier ist so ein kleines Festmahl-Button in der Hauptstadt. Da kann man sehen, wer jetzt alles teilnimmt tatsächlich. Und es ist tatsächlich wirklich jeder gekommen eigentlich aus seinem Reich. Alle meine Frauen und meine Söhne, nur eine meiner Gattinnen nicht. Ist es meine Hauptehefrau tatsächlich? Nee, ist es nicht. Es ist die hier. Eine 31-Jährige, die mich scheinbar nicht mag. Obwohl sie auch ein Trunkenbold ist. Naja. Ja, das Festmahl geht voran und ich hoffe, es wird uns Prestige bringen. Ein weiteres Kind meiner Dynastie. Meine Schwiegertochter hat ein Kind zur Welt gebracht. Also von meinem Spielererben das erste Kind. Keine guten Trades und es ist eine Frau. Im Mittelalter leider nicht, das Beste. Nehmen wir sie nach Herrigith. Und weiter geht's. Festmahl. Obwohl wir in vielen Dingen geteilter Meinung sind, muss ich zugeben, dass meine Gemahlin sich bei meinem Festmahl selbst übertroffen hat. Dulce hat dafür gesorgt, dass das Essen rechtzeitig geliefert wurde und jeder am richtigen Platz sitzt. Offenbar sind alle zufrieden. Als sie sich neben mich an die große Tafel setzt und die Feierlichkeiten beginnen können, lasse ich sie wissen, dass ich all die harte Arbeit während der Vorbereitung zu diesem Festmahl sehr zu schätzen weiß. Was wäre ich nun ohne sie? Haushaltsbemühungen? Ja. Und weiter geht's. Was haben wir jetzt? Kriegserklärung. Wie kann Gräfin Katharine es wagen zu behaupten, meine Ansichten über die Kriegskunst wären fehlgeleitet? Sie behauptet, dass meine Pläne mit den ersten Gefechten scheitern würden. Sie hat doch keine Ahnung. Hat sie wirklich nicht im Vergleich zu mir. Das würde ich zu gerne auf dem Schlachtfeld klären. Strategische Diskussion. Ah ja. Mehr Kriegsführung für uns. Ich möchte auch echt nur das Prestige haben. Ich möchte jetzt langsam, dass wir vorangehen. Als mein Sohn Kalachan sich mit sengender Wut im Blick und einem Messer in der Hand meiner Gemahlin Gräfin Leofrun bedenkt. Leofrun. Boah, das ist meine Seelenverwandte. Muss ich nicht einmal nachdenken. Ich greife mir den erstbesten Gegenstand, den ich als Waffe einsetzen kann, und laufe los. Wer hätte gedacht,
geahnt, dass Essbesteck so scharf sein kann. Meine Frau mag mich. Ein schwaches Druckmittel gegen meine Ehefrau. Ich werde ein Mörder und Familienmörder. Verliere eine Hingabestufe, 21 Schrecken. Und töte meinen Sohn. Kalachan, das ist natürlich jetzt eher sadistisch. Ich werde das Messer abwehren. Ich möchte meinen Sohn echt nicht umbringen. 13%, er tötet sie. Oder ich gehe in Deckung. Ich möchte eigentlich nicht, dass sie stirbt, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte auch nicht, dass mein Sohn stirbt, glaube ich. Nee, denn das ist ein das Bündnis mit dem Aargau. Also ich werde das Messer abwehren und hoffe mal, dass es mit 58% gut ausgeht. Ach du Scheiße. Er hat meine Frau getötet. Mein Sohn hat meine Frau getötet. Gräfin Leofun wurde ermordet. Werte Leofun, ich mag euch zwar nicht geliebt haben und doch setzt mir euer Ableben deutlich mehr zu, als ich es für möglich gehalten hätte. Ihr wart immer für mich da, immer an meiner Seite. Habe ich euch als gegeben hingenommen? Es gibt so viele Dinge, die ich euch nie gesagt habe. Naja, nicht geliebt. Ich denke, sie war unsere Seelenverwandte, oder nicht? Wenn ich das richtig sehe. Kann ich jetzt nicht mehr sehen, weil sie tot ist. Wurde von meinem Sohn ermordet. Das sind mal Neuigkeiten. Das Event hatte ich tatsächlich noch nie in einem Festmahl-Event. Naja, wie man es so macht, wenn eine Frau stirbt, sucht man sich eine neue. ich will noch einmal kurz gucken, ob ich vielleicht die Chance habe, eine gute vererbliche Eigenschaft in die Familie zu holen. Nee, bei dem Alter leider nicht mehr. Gut, dann nehmen wir noch einfach irgendeine, die uns Prestige bringt. Meine Nichte. Ach ja, ich nehme meine Nichte. Warum denn nicht? Das ist meine Nichte. Ja. Die nehmen wir. Vorschlag abstecken. Hauptsache, wir haben den Platz gefüllt. Achso, ja, Kellachan Einkerker, nachdem er meine Frau getötet hat. Schwierige Sache. Ich glaube, ich werde ihm das... warum hat er sie getötet? Eigentlich... Ich lasse ihn erstmal davon kommen. Falls meine Gästinnen, als alle nach Hause gehen, kann ich mit Stolz sagen, dass das Festmahl ein Erfolg war. Dieses Festmahl konnte nur stattfinden, weil meine Gemahlin Dulce so viel Einsatz zeigte. Und als sie die letzten Gäste verabschiedete, überkommt mich ein Gefühl der Dankbarkeit. Bis zum nächsten Mal. 150 Prestige, das ist alles, was wir wollten. Keine tote Ehefrau eigentlich. Unsere Ruhmstufe ist erhöht worden, ganz knapp. Wir sind jetzt endlich bekannt und können Kriege führen. Gott sei Dank. Ich bin immer noch entsetzt, dass meine Frau gestorben ist. Aber ich sollte jetzt eine andere Frau zu meiner Hauptehefrau machen. Ich nehme die Amazone, glaube ich. Hauptehepartner. Jupp. So, jetzt mag sie mich auch mehr. Wie wäre es denn, wenn ich dich ein bisschen... Sie nimmt die Bekehrung an. Das ist schon mal sehr gut. Dann sollte das ja auch schon mal... Ja, plus 28. Das reicht mir eigentlich auch schon. Ich meine, weil ich sonst nichts anderes zu tun habe, vielleicht noch ein bisschen beeinflussen. Kann ja nicht schaden. Aber jetzt geht es endlich mit dem los, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Dieser Typ hier wird noch bevor er sein 16. also sein Erwachsenenalter erreicht, seine Grafschaft verlieren. Und ja. Endlich werden wir Erfolg haben. So, und ich möchte ihn hier mit in den Krieg holen. In den Krieg. Ich brauche auch nur ihn tatsächlich. Kostet mich 75 Prestige, das werden wir leisten. So, und dann kommt er dazu. Wird mir hoffentlich helfen. Er hat seine Truppen nicht ausgehoben, was sehr gut ist. Ah, er hebt sie aus. Ich sollte sie aber gewinnen. Ah. Er tritt im Krieg bei. Dann warten wir doch lieber auf ihn, bevor ich da alleine reinmarschiere. So, während ich mit Ali Dobur... Was ist das? Das ist mein Sohn und Mündel, okay. Auf dem Markt war fiel ihm ein Verbrecher auf, der an den Pranger gekettet war. Als der Mann nach Wasser flehte, versprach ihm Ali Dobur sofort, welches zu bringen, und bald kehrte er von einem Brunnen in der Nähe zurück, um den Verbrecher aus seinen Händen trinken zu lassen.
Ohne Güte zerfällt diese Welt. Er könnte mitfühlend werden, dass derselbe Scheiß, den ich auch habe. Schade, schade. Dieser Verbrecher ist nicht einmal eure Aufmerksamkeit wert. Arroganz ist Prestige. Finde ich nicht schlecht. Guckt ihn an. Gefühllos finde ich sehr, sehr stark. Ich mache ihn gefühllos. Ich, der mitfühlende, paranoide, eigenwillige Mensch, mache ihn gefühllos. Ich habe vielleicht erkannt, dass in meinem Leben meine mitfühlende Seele nicht so viel geholfen hat bisher. So, ein Kind meiner Dynastie. Guter irischer Name. So, und jetzt geht's hier munter rein in die Schlacht. Sehr, sehr gut aus. Ich selbst führe meine Truppen an. Meine Söhne sind wahrscheinlich auch Ritter. Ja, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Ich gehe mit all meinen Söhnen in die Schlacht. Mal gucken, wer alles überlebt. Wenn man jetzt nur einen Sohn hätte, sollte man das nicht so machen wie ich. Dann sollte man verbieten, dass die Söhne Ritter werden. Aber ich habe so viele Kinder. 12 Stück. Eins ist tot, aber 11 noch. Dass ich nicht glaube, dass eins mehr oder weniger unbedingt ein großer Verlust wäre. Hört sich hart an, aber so ist es leider. So, die Schlacht läuft sehr gut. Gewonnen. Sieg. Frieden. Forderung erzwingen. Wir bekommen alles, was wir wollen. Und ein bisschen Prestige etc. Boom. Und schon bestehen wir nicht mehr aus Tralee, sondern aus Tralee und Port Laie. Diesem Land hier. So, mein lieber Herzog. Ja, stimmt. Truppen dürfen nicht ausgehoben sein. Ich kann den Krieg um meine Unabhängigkeit führen, aber möchte ich das wirklich schon? Ich denke nämlich nicht. Ich werde mein Rat darauf einsetzen. Das dauert 14 Monate. Ich mache wie viel Geld pro Monat? 1,8, das reicht. Ein Anspruch auf... Eigentlich gerne hier rauf. Dauert länger, weil es nicht angrenzend ist. Dann ist es eigentlich auch egal. Dann möchte ich den Anspruch doch lieber auf Vormund direkt haben. Denn ich habe ja momentan keinen Anspruch mehr darauf, wenn ich das richtig sehe. Nope. Und wenn der fertig ist in... Wie viele? In 14 Monaten. Dann werde ich Unabhängigkeit... Wobei, die Unabhängigkeit könnte ich auch jetzt schon eigentlich erklären. Das Herzogtum Gwynedd breitet sich in Irland aus. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Es könnte mir aber gefallen. Was für Kinder hast du denn so? Hast du irgendeinen unverheirateten Sohn vielleicht? Tochter? Ja, hier. Na, heiraten, Mensch. Wie wär's denn mit einer Tochter von mir? Du kriegst diese Tochter. Und ich nehme Meredud. So, das wird ein... Sollte ein Bündnis zwischen uns... Meine Tochter kriegt auch ganz viel Prestige. Das hier wird wohl nicht... Er macht auch eine Matrimonie. Das ist spannend. Moment mal. Du bisexueller Prinz von Gwynedd. Heiratet meine Tochter Madglenja. Okay, das ist jetzt ein bisschen space, eher abgespaced, aber falls diesen Menschen was geschieht, nachdem er mit meiner Tochter Kinder zeugt und alle seine 1, 2, 3 Brüder, die älter sind als er, sterben, dann würde er Gwynedd erben. Und das Kind aus der Ehe mit meiner Tochter, das zu meiner Dynastie gehört, weil ich sie matrilinear verheirate. So, hier sehen wir es, matrilinear. Das heißt, alle Kinder gehören der Tochter, also der Frau. In 10 Jahren muss ich das unbedingt mal angucken, wie das hier aussieht. Ich werde dich mal eben als Charakter von besonderem Interesse hervorheben. Mit dir wollte ich eigentlich auch noch was machen. Ah. Murchard. Der Typ hat mir so viele Probleme bereitet. Ich meine, ich werde seine Familie auslöschen, so gut es geht. Also ich werde ihn auf jeden Fall den Titel rauben. Aber ich möchte ihm eigentlich auch noch was antun. Er will nicht an meinen Hof. Überraschung.
Naja, vielleicht überlege ich mir dann noch was. So, das Spiel geht weiter, die Monate laufen vor sich hin. Und ja. Darauf müssen wir eigentlich nur warten. Wir haben unser Bündnis hier. Wir haben ein Bündnis. Oh mein Gott. Mein Kind ist ein Suffraganbischof. Ich habe keine Ahnung, was ein Suffraganbischof ist. Aber er sieht irgendwie fancy aus, wenn ich ehrlich bin. So. Wir dürfen kein Geld ausgeben, das darf ich nicht vergessen. Brauche nämlich Geld, um den Anspruch zu fingieren. Und ansonsten. Du hast meine Frau getötet. Ich bin immer noch entsetzt. Alleine auch, dass ich dann einfach sage: Jo, das ganze Fest war ein voller Erfolg. Ich meine, meine Frau ist gestorben, aber sonst. Sonst ist alles gut. Wie lange bin ich eigentlich noch hier verwundet? Ich meine, das müsste doch langsam mal. Irgendwer müsste sich doch mal darum kümmern, dass meine Wunde geheilt wird, finde ich. Gefühlt bin ich doch jetzt schon seit einem Jahr verwundet und entstellt. Meine Kontrolle. Oh ja, darum kann ich mich nochmal kümmern. Die Kontrolle ist niedrig, das bedeutet, ich kann meinen Marshal losschicken, um mich darum zu sorgen. Jetzt sehen wir hier bei Kontrolle. Dass durch mehr Kontrolle in Gemeinde. Ne, durch Aufseher plus 50%. Ne, das ist. Ne. Mehr Kontrolle in der Gemeinde. Das ist die plus 0,6 Base-Punkte, die dazu kommen durch meine Ratsaufgabe. Meine Schwiegertochter hat ein Kind zur Welt gebracht. Wieder eine Tochter. Die nächste Tochter. Ich würde gerne mal einen Jungen sehen. So, mein Spielererbe ist keusch. Es ist so traurig, dass mein lüsterner guter Sohn, wie ich ihn mal nennen möchte, in der Schlacht gestorben ist. Mech Betene. Der ist auch schon tot. Er ist auch in der Schlacht geschlagen. Er gestorben. So passiert das scheinbar hier in Irland. So, Anspruch auf Gemeinde fingieren. Darauf warten wir eigentlich nur. Ich denke auch, dass ich, wenn ich den Anspruch habe, würde ich eigentlich schon. Die Sache ist eigentlich ja die, dass ich erst unabhängig sein müsste, bevor ich ihm. Den Krieg erklären kann. Wer ist denn dein Erbe? Du. Okay. Es wäre ja eine Schande. 57 Gold. Ich krieg den. Da mache ich. Jetzt bin ich minus. Die 3 Monate warten wir jetzt mal kurz ab, dass ich im Plus bin. Ich spule mal nochmal auf vierfache Geschwindigkeit vor. Ja, ich weiß, ich bin verschuldet. Danke. Also wollen wir mal im Plus gehen. Es wäre ja möglich, sage ich einfach mal. Dass ihm etwas passiert. Gegen mein Land. Mir wurde verboten, Fraktion beizutreten. So, die Schulden müssen jetzt weg sein. Immer noch nicht offiziell. Ich habe noch minus 1,1 gesamt. So, jetzt sind wir im Plus. Ich habe Verbündete. Er hat einen Verbündeten. Kleinkönig von. Das ist ungünstig. Der größte Herzog Irlands ist sein Verbündeter. Während mir er beisteht und der Aargau. Natürlich auch ein bisschen bitter. Was für Kinder habe ich noch, die nicht verheiratet sind? Du bist verlobt. So. Kann keine Bündnisse mehr schließen, das ist unglaublich. Weil ich eben schon zu viele Bündnisse habe.
Dann müssen wir es ganz anders angehen. Euer Bündnis ist besiegelt durch die Heirat von ihm und einem 13-jährigen Mädchen. 11%ige Chance. 95%ige Chance. Das ist zwar ein bisschen Stress für mich, sogar ziemlich viel, weil ich mitfühlend bin. Aber wir werden es mal in Angriff nehmen. So, wer will denn da unterstützen? Das ist die große Frage. Der Bürgermeister von Sligo ist der Ratsspitzel von ihm. Sein Ratsspitzel möchte ihn tot sehen. Da würde ich sagen, haben wir die besten Verbündeten, die es gibt. Ich werde alle rausschicken. So, damit habe ich meinen Stress ein wenig unter Kontrolle gebracht. Aildobur kam zu mir und beschwerte sich darüber, dass Dulce ihn tyrannisiert. Er fragte, wie man dafür sorgen kann, dass jemand hängen muss, wenn man der Meinung ist, die Person habe es verdient. Ach ja, ich habe dich ja gefühllos gemacht. Euer Wille ist das einzige Gesetz, das wirklich zählt. Eigenwillig. Nicht der beste Trade. Passt bloß auf, dass ihr immer gut versteckt bleibt. Feige Scheiße. Warum versteckt ihr euch nicht in eurem Zimmer? Faul. Ja, dann bleibst du eigenwillig. Viel Glück. Unsichere Straßen verloren. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Langsam dreht sich doch alles in die richtige Richtung. Wieso kommen von Tralee nur so wenig Männer? Meine Aufgebote sind voll. Meine 100 Mann, 800 Mann. 768 und er hat 1400 Mann. Dieses Bündnis muss scheitern. Dafür muss ich noch 3 Jahre leben. Das wäre sehr nett. Wenn meine Verwundung endlich weggehen würde. Pötchen ist wieder am Start. Bei einem Spaziergang sehe ich mal, was soll. Ihr habt eine Zauberfüllkatze, mein Fürst. Ja, genau. Pötchen macht wieder Fürchensachen. Meine Katze. Bin rattenfrei durch meine Katze. Was einen gewaltigen Bonus bringt. Ein berühmter Ausbilder ist an mich herangetreten, nachdem er Gerüchte über mein mächtiges Schlachtboss gehört hat und bietet mir nun seine Dienste an. Ist mein Schlachtboss nicht gestorben vor kurzem? Ich habe einen Schlachtboss. Der muss stärker werden. Ich kann es mir nicht leisten, Geld dafür auszugeben. Wobei. Nein, kann ich nicht. Das ist ein Glück, den ich gerade nicht habe. Er ist fertig mit Kontrolle erhöhen. Das heißt, wir sind jetzt unter voller Kontrolle, absoluter Kontrolle. Volksmeinung ist da. Sicher eine sehr gute Provinz. Ich sehe gerade, wir haben hier. Ich halte selber. Nee, halte ich nicht. Sagen. Meine Vasallen halten. Und sie denken, sie sind mächtige Vasallen. Was haben wir denn hier? Du bist kein mächtiger Vasall und ich hätte keinen, der besser ist als du. Du hast echt beschissene Fähigkeiten. Du dagegen bist ein ganz guter Ratsspitzel eigentlich. Dann wärst du das doch einfach mal. Dann magst du mich mehr. So. Und ich möchte mein Attentatsziel. Möchte, dass du mich bei den Komplotten unterstützt. So. Und indem wir jetzt warten, das Bündnis durch einen Mord zu beenden, zwischen dem Graf von Munster und dem Graf Connacht, will ich diese Folge beenden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben unser Land vergrößert. Desmond nimmt immer mehr Platz in Irland ein. Und Munster wird immer kleiner, was mir sehr gut gefällt. Naja, aus Versuchen raus, dann ist alles Munster. Aber das wird sich noch ändern. In der nächsten Episode, hoffe ich. Und ich hoffe, ihr schaltet alle wieder ein und sage bis dahin, euer Mische.